Heute ist Gründonnerstag. Wir denken an die Fußwaschung und an das letzte Abendmahl, wo Jesus mit seinen Freunden, den Jüngern, zusammensaß. Diese Feier beginnen wir mit dem Kreuzzeichen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gegen Abend kam Jesus mit den anderen Jüngern zum Saal. Als aber die Jünger die Schüssel und den Wasserkrug sahen, wunderten sie sich. Wo war der Diener, der ihnen die Füße wusch? Es gab hier keinen Diener. Sollten sie etwa selber diese Schmutzarbeit tun? Unmöglich, sagten sie sich. Wir sind doch keine Diener. So setzten sie sich einfach mit den staubigen Füßen zu Tisch. Da stand Jesus vom Tisch auf. Er sagte kein Wort. Er band sich ein Tuch um, goss Wasser in die Schüssel, trug sie zu den Jüngern, beugte sich zu ihnen herab und fing an, ihnen die Füße zu waschen. Die Jünger waren entsetzt. Wie? Jesus, ihr Herr und Meister, wollte ihnen die Füße waschen? Er war doch nicht ihr Diener. Aber Herr, rief Petrus, was machst du? Das lasse ich nicht zu, auf gar keinen Fall. Doch Jesus entgegnete, du verstehst mich nicht, Petrus, noch nicht. Aber bald wirst du wissen, warum ich das tue. Glaube mir. Wenn ich es nicht tue, gehörst du nicht richtig zu mir. Dann wasch mich bitte ganz, bat Petrus, auch meine Hände und mein Gesicht. Das ist nicht nötig, sagte Jesus zu ihm. Wenn ich deine Füße wasche, dann ist das genug. Und er fuhr fort, allen Jüngern die Füße zu waschen. Danach stand Jesus auf, trug die Schüssel zurück an den Tisch und setzte sich an den Tisch zu seinen Jüngern. Seht, sagt er, ich bin euer Herr, und doch habe ich getan, was sonst nur ein Diener tut. So sollt auch ihr Diener sein und einander helfen. Da schwiegen die Jünger beschämt. Sie spürten alle, dies hatte Jesus für sie getan, und sie begannen zu ahnen, bald würde er noch viel mehr tun für sie alle. Endlich war es soweit. Das Passamahl konnte beginnen.
Auf dem Tisch stand ein festliches Essen mit Lammfleisch, Kräutern und Soße, mit dem flachen Brot und einem großen Becher, der mit Wein gefüllt war. Die Jünger saßen um den Tisch und schauten voller Erwartung auf Jesus. Doch Jesus sagte traurig: Dies ist das letzte Mal, dass ich mit euch esse. Bald werde ich nicht mehr bei euch sein. Meine Feinde werden mich verhaften und töten. Aber die Jünger verstanden nicht, was hier vor sich ging. Sie saßen da und warteten, dass Jesus über dem Brot und Wein die Worte sprach, die immer beim Passahmahl gesprochen wurden. Worte, die an den Auszug aus Ägypten erinnerten. Da nahm Jesus das Brot, dankte Gott, brach es, gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Danach nahm er auch den Becher, dankte Gott, gab ihn seinen Jüngern und sprach: Trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Da horchten die Jünger auf. Nein, das waren nicht die Worte, die sonst beim Passahmahl gesprochen wurden. Das waren neue, unerhörte Worte. Worte, die von ihrem Herrn und von seinem nahen Tod sprachen. Schweigend nahmen sie das Brot aus seiner Hand, dazu den Becher mit Wein und aßen und tranken. Aber sie spürten, alles war anders bei diesem Passahmahl. Sein eigenes Leben gab Jesus für sie hin. Jetzt habt ihr uns gezeigt, wie ihr euch die Fußwaschung vorstellt und das letzte Abendmahl. Und wenn wir an die Szene bei der Fußwaschung denken, dann sehen wir, was Jesus an seinen Jüngern getan hat. Er als Jesus diente seinen Jüngern. Er beauftragt sie gleichzeitig, dies auch für andere Menschen zu tun, anderen Menschen zu helfen, für andere da zu sein. Beim letzten Abendmahl, da denken wir an jedem Sonntag, an jeder Messfeier dran, wenn das Brot geteilt und der Wein gesegnet wird.
aber auch bei euch zu Hause, immer wenn ihr gemeinsam am Tisch sitzt, denkt ihr dran, dass Jesus bei euch ist. Jesus hat uns allen auch ein Lied mitgegeben, ein Lied, was wir gemeinsam am Altar singen werden. Die Fastenzeit geht nun zu Ende. Es folgen Karfreitag und Ostern, Tod und Auferstehung Jesu. Guter Gott, bleibe bei uns und begleite uns zum Osterfest. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.